Moin meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von Minecraft Sunshine. Falls ihr euch fragt, warum ich so komisch klinge, ich bin mal ein bisschen verschlafen, ich bin vor einer Stunde aufgewacht. Aber das Video wird ja auch nicht von alleine fertig, ne? In der heutigen Folge werden wir ein bisschen produktiver, wir werden nämlich Farm gehen, weil so kann das hier nicht weitergehen, denn dass wir hier noch, also da, wir haben einfach keine Sachen so ganz einfach, wir müssen mit Farm gehen, das ist einfach, ja, das ist, ja, genau, das ist einfach so. Ich denke mal, diese Folge wird heute sehr zeitrafferlastig, weil ich weiß echt nicht, was ich euch in der Höhle, wenn ich da unten Farm bin, was ich euch da erzählen soll, bin ich ehrlich. Aber mal gucken, wir gucken einfach mal, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Was man vielleicht noch mal sagen sollte, ich habe mir so ein paar Mining Guides angeguckt, weil in der 1.19 ist ja diese diese Höhlenverteilung so ein bisschen an Höhlenverteilung. Diese Mann wie die Erze verteilt sind, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe hier jetzt nebenbei so eine Übersicht offen, ja. Wo welche Erze spawnen und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier heil runterkommen. Und das kann schon ein bisschen problematisch werden. Ich kann ja nebenbei so ein bisschen vorlesen. Ich habe... Aua. Aua habe ich auch, ja. Leck mich doch am Zückerli. Das Ding ist, du siehst halt auch echt gar nichts. Aber warum? Aber warum? Aber warum? So, ich habe den Shader jetzt mal ausgemacht, weil... Es bringt ja auch nichts, wenn ihr nichts seht. Junge, erschreck mich doch nicht so. Keks, Alter. Ich habe jetzt hier als Übersicht Kohle auf Höhe 95 und 136. Kohle brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Da haben wir Lapis bei 0. Ich kann nicht reden und nehmen. Dann haben wir Kupfer bei 48. Eisen 16 und 232. Okay. Redstone minus 58. Und Gold minus 16 und Diamanten auch minus 58. So, und hier ist ein Creeper gewesen. Eieiei. Und dann habe ich hier noch alle Erze 8. Ich weiß aber nicht, ob... Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt. Hallo. Danke für meine Sachen. Ich habe ganz Skelett gehört. Also. Ich denke mal, was wir auf jeden Fall farmen sollten, wären... sag schnell. Eisen und im besten Fall natürlich Dias. Und hier müsste so ein Amethyst-Ding sein. Sieht mir zumindest so aus, aber... ist doch... Was ist denn Speckstein? Ach so. Ach, das ist von irgendeiner Mod. Okay. Ich dachte jetzt, das ist Speckstein, Alter. Wer kennt's nicht? So, hier haben wir Kupfer. Wir nehmen jetzt aber mal Kupfer mit. Das braucht eigentlich wirklich kein Mensch, aber... Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mit. Nehmen wir mit, was man kriegen kann, ne? Ah! Ah! Blöd. Aua. Hallo? Hallo Zombie? Hallo? Zack. Noch mehr? Es kann doch nicht sein! Was ist denn hier los? Das war noch eine Spinne irgendwo. Ah ja, dann habe ich mir auch noch in letzter Zeit so ein paar Survival-Häuser angeguckt und wie man die bauen kann und so. Also so ein paar Ideen. Ne? Und da habe ich auch ein schönes gefunden. Da werden wir dann auch noch mal Holz farmen. Das mache ich vielleicht sogar offscreen. Also ich werde das trotzdem aufnehmen, damit ihr mir auch glaubt, dass ich nicht cheate oder so. Aber ne? Ihr wisst. Moin Meister. Moin Meister. Moin Meister. Sagen, ich blende euch jetzt hier einfach mal einen Zeitraffer ein. Und ja. Zeitraffer ab, ne?
Oh, Leute, was haben wir denn hier gefunden? Eine Riesenhöhle. Und ein Enderman hier irgendwo. Und da unten das Gras saß. Bitte lass jetzt nichts von hinten kommen, was mich jetzt hier runtertritt. Apropos runtertritt, wie komme ich hier runter? Ich würde sagen, am schlauesten ist es, wenn wir uns hier am Rand runtergraben. Dann kommen wir... kommen wir, glaube ich, ganz gut hier runter. So, hallo Endermann. So, wir sind schon mal auf Höhe 65. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt hier einfach mal einen Gang runter zu bauen, denke ich. Weil wir finden hier irgendwie nichts und tiefer geht's nicht. Deswegen müssen wir halt selber irgendwo hin. 6 Stunden später. Aha. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Da unten ist Gold. Ehre. Die Frage ist nur, wie man da runterkommt. Aber wir kriegen das hin, wir sind Profis. Oh, seht ihr das? Da oben ist ein Dings, eine Mine. Wir sind hier ganz nah an einer. Das sind alles Minengänge. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen sehr groß. Da oben ist noch mehr Lapis. Ich nehme mal an. Wir haben die gefunden. Vor allem auf einer komplett anderen Höhe, wo die eigentlich gar nicht sein sollten. Aber egal. Ich beschwere mich nicht. Jawohl, hier ist noch einer. Sehr schön. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen gucken. Vielleicht spawnen die irgendwie schräg oder so. Aber... sieht nicht mehr so aus. Okay, 2 Dias haben wir schon. Geil. Ein paar Sekunden später. Ah! Höhlenspinne. Wir sind sehr nah an einer Mine dran anscheinend. Weil wenn hier schon Dings frei rumlaufen. Das ist auch noch eine. Das ist auch noch eine. Das ist auch noch eine. Scheiße. Na, wo sind sie? Da. Oh, ich hasse Höhlen. Doch, Höhlen. Ah ja, hier. Ja, das Skelett ist auch noch drin, klar. Was ist das denn? Was ist das denn? Wie kannst du mich denn von hier treffen? Hallo? Wie ist das physikalisch gesehen möglich? Oh, ich sag gerade, Alter. Ich glaube, den Spawner sollten wir vielleicht sogar im besten Fall abbauen. Scheiße. Boah, Alter.
Wir müssen den Spawner irgendwie abbauen. Ja, das ist nicht der Spawner. Hey, können wir noch die Spinnenweben klettern. Da hinten ist der ganz. Ach, wie scheiße ist das denn? Aber wir müssen rankommen. Ja. Ich weiß, man soll keine Spawner kaputt machen. Ich gehöre aber zu denen, die sie kaputt machen. So, hier unter uns müsste aber ein Amethystding sein. Weil das kommt von Amethysten, das weiß ich. Sorry, falls ich so unmotiviert klinge, aber wie gesagt, ich bin sehr verschlafen. Was soll ich doch gerade? Was ist das denn? So sehen die Amethyst-Spawner aber nicht aus. Amethyst-Spawner. So, und jetzt direkt, da kenne ich gar nichts. Ja, klar, klar. Du, kein Stress. Jetzt kein Zombie von hinten oder so. Das finde ich nicht schön. Ach! Du bist eine normale, ne? Dich mag ich. Oh, eine Kiste. Ein Goldapfel nehmen wir gerne. Schienen brauche ich eigentlich nicht. Wir haben gerade echt ganz gut Glück mit Erzen, ne? Also, das muss man mal sagen. Das sah bei mir privat... Oh, die nehme ich natürlich auch gerne. Das sah bei mir privat noch anders aus. Es war so klar, dass hier nur einer ist, ne? Ja. Ach, Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt beginnen die Platzprobleme, ja. Ich habe mal gehört, es ist schlau, wenn man Blöcke macht, weil dann spart man Platz. Und das machen wir jetzt. So. Zack. Ich die Erde noch mal wegschmeißen. Eieieiei. Oh nö. Ach nö. Brauchen Lapis eh nicht. Gut, ja, verzaubern irgendwann, aber... Wann werden wir verzaubern? So wie ich mich kenne, nie. Wie kannst du denn nichts da explodieren? Egal. Wir brauchen nochmal eben neue Fackels. Ja, das ist jetzt ein Witz, ne? Ach, oh. So, ich habe mir nochmal einen Wegpunkt gemacht. Dann wissen wir mal, wo wir hin müssen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Und bringen jetzt den ganzen Kram weg und so. Und dann gucken wir, ne? So, bis gleich. Thank you.
Hallo. Hallo Zombie und hallo zu Hause. Ja, ich habe den Weg natürlich ganz alleine gefunden, ja. Ja. So, ich werde mir das hier auch nochmal eben markieren. Eingang. Höhle. Dann, ja. Alter, wie komisch das ohne Shader aussieht, ne? Home Sweet Home. Ah, ist das schön. So. Ich denke mal, das ist ganz schön viel Kram, den wir zusammen haben. Wir machen nochmal eben zwei Kisten. Und dann packen wir die mal hoch. Packen wir die mal hier rüber. Und packen jetzt hier mal alle Erze rein. So, alles, was wir einfach erstmal jetzt alles, was wir geholt haben. Dann können hier der ganze Kobbelkrams rein. An dieser Stelle würde ich die Folge dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr gerne nach oben da. Ich nehme gerade 40 Minuten auf. Mal gucken, wie ich das irgendwie runterschneide. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag zu einem neuen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.